So, und natürlich, ja, geht's hier weiter, die Fortsetzung von der letzten Folge. Ich bin hier gerade so mitten im, ja, ich sag mal, Grabwahn. Also im Sinne von Grab, nicht im Sinne von Grabräuber. Und, ja, ich baue mich hier gerade in die Tiefen vor. Sehe ich hier aber noch nichts wirklich, was mich groß interessieren könnte. Oh, was ist das denn da? Und jetzt sehe ich doch was, was mich vielleicht interessieren könnte. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Zinn, okay. Zinn nehme ich auf jeden Fall auch mit. Und zwar bis auf den letzten Krümel. Gerade weil ich so nämlich ein bisschen mehr Lichtschein habe, wenn ich hier quasi so einen kleinen Höhlen baue, dann hält so eine Fackel oder gibt so eine Fackel doch schon ganz gut Schein nämlich. Oha, da kommt ein Zombie. Bereit machen zum Kampf. Wie auch immer der da runtergekommen ist, denn eigentlich waren die Türen verschlossen. Aber ich denke mal, der Kollege da oben, der hat hier Tür und Tor geöffnet. So ein Idiot. So, Holzpfeile habe ich auf jeden Fall bekommen. Jo, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich würde ganz gerne weitergraben. Kleinen Welt gestartet, um überhaupt zu gucken, wie das hier so alles funktioniert, was man machen muss, was man lieber lassen sollte. Und ist da irgendwas in der Erde? Ich kann es gerade gar nicht genau sehen, aber ich grabe hier mal runter. Ich glaube, hier unter mir ist irgendwas. Ja, das sieht gut aus. Ach, Steine. Ich dachte jetzt wieder irgendein seltenes Metall oder ein Metall, was auf jeden Fall seltener ist als Stein. Aber leider nichts. Nur doofer Stein. Davon habe ich auf jeden Fall auch schon eine ganze Menge gesammelt. Ich muss noch ein klein bisschen durchhalten. Ach, neuer Zombie, verdammt. Schwert raus. Jetzt muss ich ja noch im Dunkeln kämpfen. So, okay. Jetzt gibt es dann doch mal eine neue Fackel lieber. Ist mir irgendwie... finde ich besser. Steine auf jeden Fall mitnehmen. Ist zwar jetzt nicht so das Nonplusultra, aber wenn man eh schon da unten ist, dann kann man sie auch gleich einsacken. So, jetzt mal hier so ein bisschen in die verschiedenen Richtungen die Höhle ausbauen, um zu gucken, ob man hier irgendwo fündig wird. Ja, ich würde sagen, bisher hatte ich noch nicht ganz so viel Glück, was das Stochern in der Erde hier angeht. Mhm.
sollte das Robert auf jeden Fall mal, der hat sich nämlich gerade hier im Summer Sale schön Wasteland 2 geholt. Das daddelt er jetzt aktuell mal ein bisschen. Neue Spiele müssen ja angezockt werden. Aber ich hoffe, dass er dafür nicht allzu lange braucht und schnell mal mit hierher kommt, denn zu zweit gräbt sich so ein Planet, glaube ich, schneller um als allein. Ich meine, mir macht es eigentlich auf jeden Fall schon Spaß. Das ist ja jetzt nicht das Ding. Sonst hätte ich mir das Spiel auch nicht geholt, hätte es mich in irgendeiner Art und Weise interessiert und auch fasziniert natürlich. Also das ist schon, muss ich sagen, sehr, 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 sehr gelungen. Ist ja so, ja, eigentlich der, ist das der Vorgänger von Starbound? Ich würde mal sagen, ja. Oder ist Starbound vor Terraria rausgekommen? Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall sind die beiden Spiele sich sehr, sehr ähnlich. Und ich muss auch gestehen, ich warte natürlich auch noch auf Starbound, dass das mal ein bisschen vom Preis her runtergeht. Das möchte ich auf jeden Fall auch nochmal irgendwann spielen. Aber eins nach dem anderen. So, jetzt brauche ich erstmal wieder ein bisschen Licht. Ja, wie gesagt, eins nach dem anderen und da, ja, für 1,99, da kann man das Spiel einfach nicht im Steam Store liegen lassen. Also da muss man das einfach mitnehmen. Jedenfalls, wenn man auf so eine Art von Spiel steht. Ich tu's und deshalb habe ich es mir auf jeden Fall mitgenommen und ich muss sagen, bisher hat es sich auf jeden Fall gelohnt, das Teil mitzunehmen. Grandioses Spiel. Ich kann es nur jedem empfehlen, selbst wenn man jetzt nicht unbedingt Fan von solchen Spielen ist. Das macht schon Laune. So. Hier kommt das Stein. Das ist auch schon wieder Stein, glaube ich. Ich habe echt so ein bisschen Pech, muss ich sagen. Also nur hier die ganzen Steine in der Erde. Nicht viel anderes bekommen bisher. Ganz klein bisschen. Das könnte was anderes sein. Nee, nicht mal. Das ist was anderes. Mann, Mann, Mann. Nur Steine, nur Steine. Und ihr könnt ja auch sehen, wie weit ich hier mittlerweile schon gekommen bin. Also da oben ist mein Haus und hier bin ich schon ganz runter. Und ich habe noch nicht eine Höhle oder sonst irgendwas entdeckt. Also das ist schon sehr mau. Ich hoffe, das wird sich noch ändern. Ich bin auf jeden Fall fleißig dabei, weiter runter zu graben, um endlich mal auf irgendetwas zu stoßen. Seien es Artefakte, Monster, Höhlen, keine Ahnung, was auch immer da unten noch irgendwie warten mag. So, jetzt sehe ich mal wieder nichts. Oh, hier ist irgendwas Neues. Das ist gut. Das nehme ich mal mit. Was haben wir da? Steinblock? Doof. Das wurde nur anders angestrahlt. Schade aber auch. Was haben wir hier unten? Das ist aber auch nur Stein. Ne, das sieht aber schon nach was anderem aus hier. Ja. Endlich mal wieder was anderes als Stein. Was haben wir denn da? Zinn. Sehr gut. Zinn nehme ich auf jeden Fall mit. Ist das hier auch nur Stein? Jo. Okay. So, meine Ausbeute bisher, ich kann ja mal ganz kurz hier schauen. 22 Zinn, Eisenerz 17, Steinblock, Dreckblock, ja. Eieieiei, also, wirklich großartige Funde waren das jetzt bisher noch nicht. Muss ich ja leider auch gestehen. Aber steckt mal leider nicht drin, ne? Ich hätte natürlich jetzt, wahrscheinlich ist rechts und links neben mir sind die ganzen Adern. Ich grab genau dieses kleine bisschen durch, wo überhaupt nichts ist. Oh, hier ist auf jeden Fall jetzt mal eine Höhle, eine kleinere. Ich
bin gespannt, ob das jetzt hier nur so ein ganz kleiner, kurzer Weg ist oder ob das hier tatsächlich mal weitergeht. Aber es macht auf jeden Fall nicht den Anschein, als ob es hier weitergeht. Aber ich glaube, das hier ist kein Stein. Da muss ich nochmal gucken kurz. Lehm. Lehm ist doch auch gut. Ach so, das hier ist jetzt die Lehmschicht. Okay, davon werde ich auf jeden Fall mal mehr mitnehmen. Ich weiß zwar nicht, wofür ich das gebrauchen kann, aber ich denke mal, dass man damit vielleicht irgendwelche Formen oder ähnliches herstellen kann, um zum Beispiel ja, so Gussformen oder sowas. Dass man daraus dann Töpfe machen kann. Sowas in der Art. Also Lehm muss auf jeden Fall eine ganze Menge mit. Und ich hoffe einfach auch mal, dass du meine Spitzhacke und alles. Hat das irgendwie eine Haltbarkeit oder? Eine Haltbarkeit sehe ich da nicht. Also denke ich mal, hoffe ich einfach mal, dass ich das unendlich lange benutzen kann. Und damit das hier nicht allzu langweilig wird, würde ich sagen, ich mache hier einen ganz kurzen Cut, bis ich so die Lehmschicht hier doch um einiges abgetragen habe. Denn vielleicht brauche ich es auch später gar nicht, das weiß ich jetzt aber nicht. Aber um sicher zu gehen, nehme ich hiervon einfach noch ein bisschen was mit. Und damit das für euch nicht ganz so langweilig ist, sehen wir uns dann gleich wieder, wenn ich hier ein bisschen weiter vorgestoßen bin. Bis gleich, Leute. So, okay, eigentlich wollte ich noch ein bisschen weitermachen, aber ich bin hier gerade auf irgendetwas gestoßen und das wollte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Und zwar, wenn ihr das hier mal so seht, ich habe keine Ahnung, was es ist. Auf jeden Fall ist hier so ein bisschen Zinn, das werde ich nochmal abbauen. So, Königsstatue, okay. Noch mehr Zinn. Und da ist auch noch ein bisschen Zinn. Und hier ist auf jeden Fall eine Höhle am Start. Da muss ich jetzt gleich mal gucken. Ich werde von hier, denke ich mal, so einen kleinen Schacht runterbauen, damit vielleicht dann die Fackel am kleinsten runterleuchtet. Klappt leider nicht ganz so gut, wie ich es mir jetzt vorgestellt habe. So, ist da überhaupt noch ein Zinn? Ja, genau unter mir. Drei Stück. So. Okay, hier ist noch einmal Zinn. Oder war es ein Steinblock? Es war ein Steinblock. Na gut. So, ich hoffe, wenn ich jetzt da runterspringe, dass mir das nicht zum Verhängnis wird. Auf jeden Fall steht da schon mal eine Vase. Hier noch eine. Und ich habe endlich mal meine allererste Höhle gefunden. So, also gleich runter damit. Ups. So, da kommt... So kann ich da keine Fackeln hinsetzen. Das ist ja merkwürdig. So, ich habe jetzt auf jeden Fall mal ein paar Silbermünzen gefunden und auch noch ein paar Kupfermünzen. So, und jetzt muss ich gucken. Da kann ich sie hinbauen, hier nicht. Na gut. Was ist denn da Feines? Kann man das abbauen? Nee. Da passiert auf jeden Fall gar nichts. Ja, und jetzt ist die Frage, in welche Richtung soll ich weitermachen? Ich gucke einfach mal in diese Richtung.
vorstellen, von irgendwo muss ja dieses fließende Wasser kommen. Ich hoffe einfach mal, dass die Logik belohnt wird und dass das hier auch wirklich in dem Spiel so eingebaut ist. Ich vermute zwar mal nicht wirklich, aber weiß es nicht. So. Ja, leider war das jetzt noch nicht so das, was ich mir vorgestellt habe, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte ja nun hier coole Höhle und so, lalala. Da kann man jetzt auch nicht Schätze finden. Und bis auf so ein klein bisschen Geld war da noch nicht. Was ist das? Ah, was ist das? Was war das? Ah! Ein Wurm. Oder irgendwie sowas. Ha, ich habe ihn kaputt gemacht. Da habe ich jetzt aber doch einen kleinen Schreck bekommen, muss ich ehrlich sagen. Also damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. So, hier ist jede Menge Zill am Start. Das nehme ich natürlich alles mit. Das sieht auf jeden Fall schon nach recht wertvollem Metall irgendwie aus. Ich bin gespannt. Silbererz. Cool. Okay. Mal gucken, wie ich jetzt am besten weitermache. Am besten mache ich weiter, indem ich diesen Wurm ausweiche. Aua. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen das Schwert schwingen, um mich zu verteidigen. Kackwurm. Ach, von hinten. Ah, ich habe ihn aber fast, also viel hat er nicht mehr. Ich denke, das sollte ich noch überleben. Ich schwinge mal einfach weiter und hoffe, dass er einfach mal in meinen... Ja, das war doch schon ganz gut. So, viel hat er nicht mehr. Ich denke, ein Treffer noch, dann sollte er eigentlich Geschichte sein. Vielleicht auch jetzt schon. Na gut, dann geht's hier auf jeden Fall mal weiter. Bollerkopf, der kommt da nicht durch. So. Hier geht's weiter. Wow. Sehr schön. Hier gleich mal eine Höhle gefunden und hier ist dann noch mehr Zinnerz. Das kommt natürlich alles schon mal mit. Boah, ich bin gespannt, wenn ich dann wieder oben bin, was ich davon so alles bauen kann. Boah, hier geht's noch weiter. Was ist das hier überhaupt? Matchbook.
Also ich muss auch sagen, als ich diesem Let's Play zugesehen habe, dachte ich mir zuerst, oh mein Gott, ist das langweilig. Aber wenn man das erstmal selbst spielt, dann macht dieses Spiel total viel Spaß. Das ist unglaublich, also ich könnte die ganze Nacht, glaube ich, durchspielen. Zumal ich auch noch irgendwie gerade... Ich habe zwar noch nicht viel gefunden, aber irgendwie denkt man sich ja die ganze Zeit, ah, gleich. Das ist so ein totales Entdecker-Feeling. Muss ich ja schon mal gestehen. So. Mal kurz hier reingucken. Oh, das sieht nach Wasser aus. Da nehme ich das Erz hier mal lieber vorher weg. Das Zinnerz. Platz schaffen. Man muss gar nicht die ganze Zeit die Maus drücken. Das reicht auch, wenn man die gedrückt hält. Das ist natürlich angenehm. Ich hatte hier schon einen kleinen Krampf in den Fingern. Aber nee, also ehrlich gesagt, das Spiel ist echt der Knaller. Also, das gefällt mir richtig gut und jetzt weiß ich auch auf jeden Fall, sollte Starbound irgendwann mal ein bisschen günstiger sein. Ich meine, 13 Euro ist nicht viel, aber ja, jetzt gerade so auch mit dem Summer Sale, ich bin da so ein bisschen einfach, wenn man dann noch ein Angebot, so ein Schnäppchen dazu bekommt, dann ist man ja doch schon irgendwie, man freut sich einfach, wie so ein kleines Kind. Und ja, ich bin gespannt, wie das mit Starbound läuft. Ich denke, es wird ähnlich geil sein. So. Oh, Eisenerz. Eisenerz, Moment. So, oh, mir gehen die Fackeln bald aus. Das heißt, ich muss dann doch mal ein bisschen... mal langsam zusehen, dass ich mir davon noch ein paar mehr baue. Und hier ist auf jeden Fall noch mehr. Ich würde sagen, das ist Eisen, noch mehr Eisenerz. Jawoll. Oh, Platin. Uiuiuiuiuiui. Jetzt geht's ab hier. Hier ist, glaube ich, mehr Platin. Cool. Jetzt habe ich, glaube ich, hier mal was richtig Wertvolles gefunden. So, der Sand, der rutscht da oben ordentlich nach. Da muss ich aufpassen, dass ich da nicht irgendwie drunter begraben werde. Aber das muss auf jeden Fall alles mitnehmen. Immer her damit, Leute. Das hier ist ganz normaler Stein. Oh. Der Sand macht sogar Schaden, wenn ich das jetzt gerade richtig sehe. Ich habe nur noch 64 Leben. Da sollte ich vielleicht ein klein bisschen vorsichtiger agieren. Nicht, dass mich das hier noch irgendwie irgendwann umhaut. Wäre nicht so gut. Oh, und hier geht ein Weg runter. Ich will mal ganz kurz gucken. Ja. Okay, ansonsten ist hier jetzt eigentlich nur Stein, würde ich sagen. Ich grab nochmal in die Richtung weiter so ein bisschen. In der Hoffnung, dass hier noch irgendwie was geht.
gespannt, was man nachher noch so an Waffen und an Rüstungen bauen kann bzw. finden kann. Also ich denke, da ist noch lange nicht Schluss mit dem, was ich hier habe. Und auch wie man die Häuser dann nachher weiter ausbaut. Ah, also da muss ich sagen, da freue ich mich doch echt schon riesig drauf jetzt gerade. So, ich bin hier in einer absoluten Steinschicht. Wie weit bin ich eigentlich jetzt mittlerweile? Oh, ich bin da schon richtig gut weit runtergekommen. So, und bevor ich hier irgendwann komplett im Dunkeln stehe, schnell nochmal ein paar Fackeln bauen. So, Königstatue kann platziert werden. Okay, das bringt mir jetzt nicht wirklich viel. Das Teil ist einfach nur ein Deko-Dingen. Hier, Platin. 34 mal Platin gefunden. Das ist schon richtig gut. So. Klein bisschen Ordnung geschaffen. Bin ich schon im komplett Dunklen hier? Ja, natürlich. Ich hier doch mal eine Kerze, hätte ich jetzt fast gesagt, hinsetzen. Eine Fackel hinsetzen. Und weiter nach unten geht's. Also wenn ich so weitermache, könnte ich es... Oh, hier ist eine Höhle. Ich habe einen Topaz gefunden. Cool. Baue da jetzt gerade ein bisschen was von ab, damit der Schein hier noch ein bisschen weiter runter geht, aber ich glaube, das war's so langsam. Da springt doch irgendwas, oder? Oh ja, da springt ein... Was ist denn das? Ein Skelett. 68 Leben hat das gute Ding. So, Oh, da unten sind auf jeden Fall... Da unten ist auf jeden Fall eine Kiste... So, jetzt wird's spannend hier. Zum Ende der Folge würde ich sagen, nochmal Action machen. Aua. Aua, die hauen ja richtig rein. 22 Energie ziehen die mir ab. Das ist schon übel. Also, der sollte mich nicht zu oft treffen. So, was haben wir hier so? Hier ist irgendwas. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht gehabt. Schlickblock. Aha. Okay, das ist jetzt zwar ein bisschen Cheaten, was ich hier mache, glaube ich, aber... Ding loszuwerden, ist mir das jetzt ziemlich egal. Hauptsache, ich komme an die Kiste ran. Und außerdem soll das ja hier nur jetzt zum... Okay, hier sind auch neue Sachen. Cool, ich bin jetzt gerade echt gespannt, was hier noch so bei rumkommt. So. Hier mache ich mal eine neue Fackel ran und ich gucke erstmal, was das hier ist. Aha, das ist nichts. Eine goldene Kiste. Oh mein Gott, ich bin gespannt. Wiederbelebungsband. Ausrüstbar. Belebt langsam wieder. Cool. Was haben wir hier? Domino-Pfeil. Flammenpfeil. Heiltrank. Federsturztrank. Verlangsamtes Sturztempo. Danger Sense Potion. Allows you to see nearby danger. Aha. Also damit kann ich halt so ein bisschen hier in der Umgebung sehen, wo die nächsten Gegner sind. Die Kiste nehme ich natürlich mit. Eine Goldtruhe. Wie geil ist das denn bitte? So. Ja, und dann würde ich sagen, hier kommt die nächste Höhle. Das machen wir dann aber lieber in der nächsten Folge. Also jetzt komme ich so langsam in den Bereich, wo es dann doch ein bisschen spannender wird. Nach, doch ein paar Metern des Grabens ohne wirklich, ohne wirklich größere Action,
geht es jetzt hier, glaube ich, los. Also gerade noch ein Skelett gekillt, Goldtruhe gefunden, hier kommt die nächste Höhle. Ich bin gespannt und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Bis dahin, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Ciao.